Kapitel 7. Der wahre Gildenmeister. Ich möchte mich dir anschließen. Was? Wirklich? Wieso das denn auf einmal? Kurz zögerte er mit seiner Antwort. Weißt du, in mir ist ein Wesen. Nein, dieses Wesen bin auch ich. Eine zweite Seite und ich... Ach, ich lasse ihn die Lage selber erklären. Blutklinge. Blutklinge? Ich hatte dieses Wort noch nie zuvor gehört. Doch alleine der Wortlaut klang unfassbar bedrohlich. Und als Shinnok sein Aussehen von Grund auf veränderte, verbesserte sich mein Gefühl nicht gerade. Er sah Darkrai nun wirklich ähnlich. Ich grüße dich, mein Freund. Endlich sehen wir uns einmal in dieser Gestalt. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Letztlich bin auch ich Shinnok. Ich stehe auf deiner Seite. Sogar mehr als meine andere Hälfte. Denn ich habe Erinnerungen, deren Existenz der Herr nicht wollte. Wer bist du? Ich war noch sehr misstrauisch dem Schattenwesen gegenüber. Ich sagte es dir doch bereits, Shinnok. Auf einer großen Reise in der dunklen Welt, auf der Suche nach dir, wurde ich endlich freigesetzt. Ich beherberge Shinnok finstere Kräfte. Dieses Stück. Er hob das Langschwert in seinen Händen an. Dies ist Blutklinge. Ein legendäres Artefakt in der Welt der Pokémon. Es ist das wohl mächtigste Schwert, welches je geschmiedet wurde. Geformt aus den dunkelsten Schatten der Nacht und den Seelen der Unterwelt. Nur wenige können es führen. Und derzeit bin ich sein Meister. Es gibt mir die Macht über die Dunkelheit. Was auch den dunklen Gott daran hinderte, meine Erinnerung zu nehmen. Und deshalb weiß ich, dass alles, was du sprichst, die Wahrheit ist. In der dunklen Welt. Das Wesen musste von der Reise zum Turm der Götter reden. Aber sie war doch nicht in dieser Welt geschehen. War dieses Wesen mächtig genug, um die Erinnerung seiner Parallelversion anderer Welten mit sich zu tragen? Doch egal, was genau die Begründung nun war. Im Moment war es für mich rein von Vorteil. Es brachte mir gleich einen zweiten Mitstreiter ein. Der Träger Blutklinges änderte seine Form wieder. Und schon sah ich wieder meinen alten Freund. Du verstehst nun mehr, hoffe ich. Ich vertraue diesem Wesen in mir wirklich. Und deswegen vertraue ich auch dir. Und auch wenn es sich schlecht anfühlt, meine Freunde zu belügen. Gerade Floink und natürlich Bulbi. Er ist wirklich am Boden zerstört, weil du unter seiner Wache geflohen bist. Nun, das zeigte mir schon mal, dass er einen wirklich guten Job geleistet hatte. Dann kann ich dich beruhigen. Er übertreibt nur. Er hatte mir bereits versprochen, dass er es schaffen würde, euch zu überzeugen. Aber er hat mich gehen lassen. Er schauspielert. Was? Floink hat dich gehen lassen? Meinst du das gerade im Ernst? Warum sollte er das denn tun? Erinnerst du dich an meine Erzählung über seine dunklen Kräfte? Nun, ähnlich wie du hat auch er sie in dieser Welt und sie geben ihm die Erinnerungen. Ihr beide handelt aus denselben Gründen. Und wenn du mir wirklich auch helfen willst, dann steht ihr auf derselben Seite. Es war offensichtlich, dass Shinnok nicht mit dieser Offenbarung gerechnet hatte. Also, tatsächlich? Ich werde versuchen, mit ihm darüber zu reden, sobald ich einen passenden und unauffälligen Moment finde. Ich muss zugeben, es macht das Ganze für mich doch deutlich angenehmer. So fühle ich mich doch nicht so, als würde ich alle verraten. Nur die meisten. Und meine Familie. Zunächst wirkte er recht niedergeschlagen, aber schnell kehrte die Entschlossenheit in seinen Blick zurück. Sie werden es verstehen, sobald sie die Wahrheit kennen. Aber egal was passiert, ich werde dir helfen, aber ich werde niemanden von ihnen schaden, schon gar nicht Bulbi oder Funkenherz. Glaub mir, das will ich auch nicht und erwarten tue ich es sowieso nicht. Ich denke, die effektivste Hilfe wäre es, wenn du Floink dabei unterstützt, die anderen etwas in die falsche Richtung zu locken. Ich werde als nächstes nach Schatzstadt reisen, also versuch einfach, sie von dort fernzuhalten. Schatzstadt? Während der Gildenmeister dort gegen dich steht? Ja, ich weiß, es klingt dumm, aber... Die Idee kam von Floink. Er meinte, der Gildenmeister wüsste am ehesten, wie ich zurückkehren könnte. Ich werde versuchen, ihn davon zu überzeugen, dass ich der eigentliche Günther dieser Welt bin und vom Nachahmer abgelöst wurde. Ähnlich wie ich selber wirkte auch Shinnok nicht überzeugt. Ich meine,
Ein Versuch ist es wohl wert, schätze ich. Aber sei besser vorsichtig. Ich sollte dann auch besser wieder verschwinden. Es fällt auf, wenn ich noch weg bin, wenn die anderen erwachen. Viel Glück, ich werde mich mit Floink austauschen. Ich werde alles geben. Vielen Dank für deine Hilfe, Shinox. Und so verschwand er wieder. Ich entschied mich, den Schlaf, den ich durch das Training und das Gespräch nun schon wieder vernachlässigt hatte, über den Tag nachzuholen und gegen Abend Schatzstadt zu bereisen. Als ich wieder aufwachte und die Höhle verließ, stand die Sonne bereits nahe dem Untergang. Ich würde wohl erst nachts ankommen, was aber nichts ändern sollte. Ich fühlte mich frisch und mehr als bereit für meine Mission. Also begann ich mit der Wanderung. Wie bereits erwartet, war die Sonne bei meinem Eintreffen bereits untergegangen. Einige Pokémon trieben sich noch auf den Straßen herum, doch ignorierten mich eigentlich alle. Ich steuerte direkt die Gilde an und bemerkte schnell, dass sie anders aussah als in meiner Heimat. Das Zelt an der Oberfläche stellte hier kein Pokémon dar. Es war einfach nur schwarz. Entschlossen trat ich auf das Gitter. Jetzt durfte ich keine Unsicherheit zeigen. Zunächst wollte das Pokémon am Gitter mich nicht mehr einlassen aufgrund der Uhrzeit, doch ich konnte es schnell überreden und stand schon kurz darauf vor dem Büro des Gildenmeisters. Erst jetzt schoss mir ein Gedanke durch den Kopf. Ein Gildenmeister mit all diesen Fähigkeiten, dieses eigenartige Zelt. Was, wenn Knuddeluff an diesem Ort gar nicht der Gildenmeister war? Ich war die ganze Zeit davon ausgegangen, auch wenn er es in meiner Welt nicht mehr war, da Günther erzählt hatte, dass er auch sein Gildenmeister gewesen war. Dass er es immer noch war, aber was, wenn Knuddeluff in dieser Welt nie Gildenmeister war? Es gab nur einen Weg, das herauszufinden. Und so trat ich ein. All meine Pläne, die auf einen selbstsicheren Auftritt basierten, brachen sofort beim Eintritt ins Büro zusammen. Ich versuchte mein Bestes, doch es war schwer, mir in seinem Angesicht nichts anmerken zu lassen. Von all den Pokémon, die Gildenmeister hätten sein können. Doch auch die Zukunftsvision ergab nun Sinn. Darkrai. Von all den Pokémon. Guten Morgen, alter Freund. Was führt dich denn zu mir? So kurz nach den großen Neuigkeiten in Silberdorf. Habt ihr euch um den zweiten Günther gekümmert? Ja, nein, wir haben es probiert, Gildenmeister, aber er ist nachts ausgebrochen und hat meinen Platz eingenommen. Jetzt hat er sich mit ihnen verbündet, um mich zu jagen. Sofort bemerkte ich Amüsement in Darkrais Augen. Gildenmeister, so hast du mich ja seit deinem Abschluss nicht mehr genannt. Wie kommst du denn da auf einmal wieder zu? Na toll, super Einstieg für mich. Na, weil... Er unterbrach mich sofort. Komm, lassen wir es sein. Wir können noch Stunden so weitermachen, aber ich weiß, dass du nicht der Günther bist, den ich aus dieser Gilde kenne. Was führt dich hierher? Offenbar war Darkrai in dieser Welt ähnlich gewitzt wie auch in meiner Heimat. Doch was mich überraschte, war sein ruhiges, friedfertiges Auftreten. Nur die Ruhe. Ich bin nicht dein Feind. Nicht mein Feind? Deswegen verbreitest du Lügen über mich und lässt mich einsperren? Tatsächlich wirkte er verzweifelt. Ich wusste, du würdest nicht verstehen. Wisst ihr denn überhaupt, in welche Lage ihr mich hier bringt? Weißt du, was das Problem ist, Günther? Was ich sage, stimmt. Du weißt es nur selber nicht. Und doch bist du im Recht. Er aber auch. Dieser moralische Zwiespalt zerrt so sehr an mir. Deswegen helfe ich beiden Seiten, weil ich mich unmöglich auf eine stellen kann. Es ist trotzdem eine Lüge. Ich will dieser Welt nicht schaden, ich will nicht Raum und Zeit verzerren. Ich will einfach nur nach Hause. Ich weiß. Und das ist der Konflikt. Um in deine Heimat zu kommen, musst du diese Welt vernichten. Und weißt du weshalb? Diese Welt ist deine Heimat. Ich möchte ganz ehrlich bleiben. Es hätte für mich definitiv schockierendere Enthüllungen geben können. Nach all den Ereignissen hatte ich bereits einen Verdacht gehabt. Denn dunkle Kräfte hin oder her, wie sonst hätten Shinox und Floink Erinnerungen aus meiner Welt haben können? Die einzige Möglichkeit wäre, dass sie immer besaßen. Und der dunkle Gott ihnen alle Erinnerungen genommen hatte oder ihnen nehmen wollte. Die Dunkelheit in ihnen behielt jedoch das Wissen.
Ist das auch der Grund, aus dem ich sie verzerren muss, um sie wieder normal zu machen? Nun, wenn du es simpel ausdrücken möchtest, dann ja. Diese Welt entstand, als der dunkle Gott Raum und Zeit verzerrte. Es ruft alte Erinnerungen zurück, nicht? Am Anfang von Bulbis und Shinnoks großer Reise bekam sie eine düstere Prophezeiung. Raum und Zeit würden kollidieren unter Einfluss des mächtigsten Wesens. Und nun ist es geschehen. Einen Schluss zog ich schnell aus dieser Logik, der die Lage noch einmal verschlimmerte. Warte, aber wenn all meine Freunde wirklich sie selber sind, Floink er selber ist, dann... Bist du auch der Darkrai, den ich kenne? Ein finsteres Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus. Ja, tatsächlich hast du recht. Wir haben uns schon oft getroffen, Günther. Und wie hast du deine Erinnerung behalten, wenn alle anderen das nicht haben? Ich war doch nicht in dieser Welt, als es geschah. Selbst Floink war zumindest noch zum Teil hier. Doch ich nicht. Ich war im Void. Und nun wurde ich an diesen Ort gebracht. Dann beantworte mir diese eine Frage. Warum sollte ich dir auch nur ein Wort glauben? Ganz einfach. Was hast du für eine andere Wahl? Ich kann dir sagen, wie du den Normalzustand wieder herbeiführen kannst. Mehr als das. Ich bin sogar bereit, dir zu helfen. Die Frage steht immer noch. Du siehst es immer noch nicht, oder? Günther, ich wollte von Anfang an nichts als die Gerechtigkeit. Weißt du, warum der Weltenbaum brennen sollte? Damit der dunkle Gott niemals erwacht. Seine Auferstehung war vorhergesehen. Ich wollte, dass der dunkle Gott nicht erwacht, um alle Weltenbäume zu vernichten. Einen zerstören, alle anderen retten. Das war mein Ziel. Aber ihr habt es alles umsonst gemacht. Stattdessen muss es nun mein Ziel sein, ihn zu stoppen. Ein Ziel, dem sogar du folgst, nicht? Wir haben ein gemeinsames Ziel, hatten es schon immer. Aber erst jetzt kannst du es sehen, denn wir hatten unterschiedliche Wege, es anzugehen. Der Krieg in der Menschenwelt hat es gezeigt. Darkrai hatte immer geglaubt, ein Held zu sein. Vereint mit dieser Geschichte. Es machte Sinn. Es machte viel Sinn. War Darkrai wirklich gut gewesen? Von Anfang an? Oder sagen wir es anders. Er hatte gute Ziele, doch eine schlechte Umsetzungsidee. Doch auch wenn ich nie dachte, dass ich dies je sagen würde, ich vertraute ihm. Gut, was muss ich tun, um diese Welt zu entzerren? Nun, es ist simpel. Du erinnerst dich an das verlorene Land. An diesem Ort gibt es in dieser Welt nicht nur den Zeitturm. Der Zeitturm ist tatsächlich der unbedeutende Teil dieses Ortes. Das mächtigste, einflussreichste Monument aller Welten steht nun dort. Die Sternenlichtspitze. Ein Turm, der Raum, Zeit und Traum steuert. In ihm befindet sich das Zahnrad der Welten. Dieser Gegenstand kann die Welt entzerren. Doch nur Auserwählte können die Sternlichtspitze betreten. Und da gehörst du nicht dazu, nur dein anderes Ich. Aber du kannst dir Zutritt verschaffen. Du benötigst dazu nur ein Stück des Lichtherzens. Ein altes Artefakt des Lichtes. Viele sagen, dass es mit dem reinen Element zusammenhängt. Ein alter Freund von mir hat es. Also in dieser Welt sind wir zumindest Freunde. Aber egal, Günther. Geh in den Wald direkt hier bei Schatzstadt. Dort ist ein Sperrgebiet. Wenn du ihnen zeigst, dass ich dich schicke, geben sie dir dort das Stück, welches du benötigst. Anschließend kannst du mit Lapras ins verlorene Land reisen. Sollte er zweifeln, zeige ihm einfach das Stück des Lichtherz. Dann musst du nur noch die Sternlichtspitze erklimmen. Klingt recht simpel, meinst du nicht? Nun, ich musste ihm recht geben. Es klang doch sehr einfach. Aber ich wusste selber, dass es nur so klang. Wo ist der Haken? Reicht es dir nicht, von deinen alten Freunden gejagt zu werden? Ach, und glaub ja nicht, dass ich dir aktiver helfen werde.
Ich hab's dir gesagt, ich kann es nicht vertreten, mich auf eine Seite zu stellen. Also müssen meine Anweisungen und meine Hilfestellung wohl ausreichen. Und das hier. Wie aus dem Nichts erschuf er eine Art Kristallsplitter. Der Zweck dieses Stückes ist simpel. Es beweist, dass ich dich sende. Zeige es in der ehemaligen Militärzone vor, dann wird es keine Probleme geben. Ich nahm das Kristallstück an mich, während Dakra mich seltsam ansah. Was? Fühlt es sich nicht seltsam an? Wir standen uns ewig als Feinde gegenüber. Doch nun, auf dieser letzten Reise, stehen wir endlich auf einer Seite. Es ist ein interessanter Ausgang der Dinge, aber fürs Erste musst du alleine reisen. Doch glaube mir, ich bin mir sehr sicher, dass der dunkle Gott sein Gesicht bereits in dieser Version der Welt zeigen wird. Die letzte Schlacht steht kurz bevor. Und ich werde da sein, wenn die Zeit gekommen ist. Auch wenn wir nun wohl wahrlich Verbündete waren, hatte ich Darkrai nicht viel zu sagen. Du bist seltsam, Darkrai. Ich weiß, das ist meine Strategie. Es macht mich undurchschaubar. Ich wusste, dass er damit recht hatte. Und mir wurde jetzt wieder wirklich erst klar, was für ein durchtriebenes Pokémon Darkrai wirklich war. Doch vor allem war er so vorausschauend, dass es beinahe gruselig war. Er war immer ein so unfassbar gefährlicher Feind gewesen, allein dadurch, dass es wirkte, als würde er jeden unserer Schritte im Voraus kennen. Und ich spürte genau, auch sein jetziger Feind war seinem strategischen Geschick nicht gewappnet gewesen. Der Besuch beim Gildenmeister war alles außer voraussehbar. Darkrai war nun wieder ein Teil meiner Reise. Doch, so sehr ich es selber nicht glauben kann, diesmal als Freund.